Jetzt haben Sie zwei Openings gelernt, das reicht. Mehr brauchen Sie nicht. Danach sollten Sie was anderes machen, am besten Musik. Welche Musikrichtung nimmt man, wenn man komische Musik machen will? Richtig, volkstümliche Musik. Die lässt keinen kalt. Die eine Hälfte der Bevölkerung findet es großartig, weil sie gerne schunkelt, die leichten Melodien gleich mitsummen kann, die leichten Texte auch versteht. Die andere Hälfte, die Intellektuellen, die Zaungäste des kollektiven Frohsinns. Wir finden es furchtbar. Das sind übrigens die, die besoffen am lautesten mitgrölen. Da müssen wir doch achten. Ne? Ich mag die Musik eigentlich auch nicht. Aber ich bin ein großer Jodel-Fan. Und Jodel können Sie nur in dieser Musik. Das passt zu anderen nicht. Techno, ufter, 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 odelay, ufter, ufter. Klingt nicht. Und was ich auch schön finde, die Texte spielen oft in den Bergen, im montanen Milieu. Und der Berg übt ja eine große Faszination auf den Menschen aus. Man sagt ja, der Berg ruft. Ne? Was ruft er? Komm rauf! Kannst du runtergucken? Man ist versucht zurückzurufen, bleibe ich doch unten, bin ich näher dran. Ne? Aber viele erliegen dem Lockruf der Berge. Reinhold Messner, mehr 8000er bestiegen als jeder andere. Jedes Mal zwei Zehen abgefroren. Ne? Immer wenn er zurückkam, hat er durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, habe ich noch, mach 3 Berge, passt. Ne? Und ich habe auch eine Schöpfungstheorie, was die Bergwelt angeht. Ich denke, Gott stand irgendwann mal da mit einer Schubkarre voll Geröll, die hat er umgekippt. Dann hat er gesagt, komm, Feinarbeit machen wir nach dem Essen. Dann ist er essen gegangen, dann hat er geruht, dann kam er zurück und sagte, ja, komm, für Bayern reicht's. Das dürfen Sie nicht in Bayern erzählen. Da müssen Sie natürlich sagen, für Österreich reicht's oder für die Schweiz reicht's.